Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Römer 15, Vers 7. Gottes Liebe reicht. Es gibt Menschen, die liegen mir. Ich kann nicht einmal sagen, warum das so ist. Dann wiederum gibt es andere Menschen, die liegen mir überhaupt nicht. Und auch hier kann ich mich nicht immer klar dazu festlegen, warum und weshalb das so ist. Nehmt einander an. Aber welche? Diesen oder jenen? Oder alle? Ich ahne es längst. Alle sind gemeint. Aber ist das denn überhaupt realistisch? Bin ich nicht viel ehrlicher, wenn ich offen zu meinen Gefühlen stehe? So tun, als ob. Diese aufgesetzte Freundlichkeit, ist sie nicht viel schlimmer und geradezu abstoßend? Wie auch Christus euch angenommen hat, mir wird klar, das ist der Schlüssel. Vier Bücher in der Bibel erzählen, wie Christus das macht. Und auch mich hat er angenommen, einfach so, ohne jegliche Vorleistung meinerseits. Weshalb? Da kann es nur einen Grund geben, weil er, Jesus, mich liebt. Und jetzt kapiere ich endlich, seine Liebe zu mir reicht aus, um andere Menschen zu lieben. Weil ich angenommen wurde, kann ich selbst auch annehmen. Vorausgesetzt, seine Liebe zu mir packt mich, ergreift mich und setzt mich in Bewegung. Zu Gottes Lob.